herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge des Train Backpacks. Heute mit dabei der Luca, der jetzt schon wieder mal still ist und keinen Bock hat, was zu sagen. Dann der Cäsar. Hallöchen. Und der Dani. Minero. Oh, ich hab Emerald gefunden. Ja, sehr interessiert auf der Aufnahme, genau. Ja. Jetzt habe ich eigentlich dann mit jedem aufgenommen, bis auf Nina. Muss ich auch mal reinholen, weil die vergisst man leicht, weil sie so still ist in meinem Skype. Beziehungsweise überhaupt. Und ja, heute werde ich wieder meinen Bahnhof weiterbauen. Beziehungsweise ich werde mal schauen, dass ich eine Strecke irgendwie in Richtung Cäsar mal schaffe. Beziehungsweise Dani. Aber das wird schon eine Herausforderung an sich werden. Luca hat da schon etwas angefangen. Das ist sehr schön, dass der. Ja, es ist halt mal. Dani, kannst du mal zu mir kommen? Nein, wie denn? Ich hab doch kein Jetpack. Achso. Zu Fuß. Ja. Bau dir schnell eine Zugstrecke. Und so. Ich weiß nämlich nicht, warum die Energie des Steam Dynamos nicht in den Pulverizer gehen will. Ich will ja nichts sagen, Luca, aber das sieht sehr hoch aus die Strecke. Ja, oh, kann man. Sack. Boah, ich hätte lieber gerne landschaftsangepasste Zugstrecke gebaut. Ja. Wie langsam man da ist. Lobs. Ja, ich weiß, dass man da langsam ist, aber es sieht irgendwie schöner aus, als wenn das so mitten in der Luft hängt. Ja, macht halt eine Brücke hin. So, ich baue jetzt auf jeden Fall mal diese Electric Wrench hier mal fertig. Naja, ich weiß nicht. Ich sehe gerade, dass es schon ziemlich weit geht, was du da gemacht hast. Ja, das geht fast bis man an den Hügel rüber. Kriegen wir jetzt da raus, drei, glaube ich. Ich komme jetzt eh zurück. Ich lauf gerade hin. Ja, da würde ich jetzt nicht lang gehen, weil ich komme mit dem Zug zurückgefahren. Oh Gott. Im Schnellen. Oh Gott. Was hast du getan, Luca? Oh Gott, ich sehe den Zug. Oh Gott. Seh dich. Oh, nee. Geh da weg. Geh da weg. Wolltest du mich nicht mal zu dir porten, dass ich mal hier meinen freundlichen Zuschauern dein Häuschen zeigen kann? Ich bin jetzt weit weggelaufen. Ich gehe gleich wieder zurück. Ich muss nur schauen, wo. Ganz ehrlich, du bist genauso schnell wie ein Jetpack. Echt jetzt? Ja. Zumindest mein Jetpack mit. Dani ist schon wieder in Kies gestorben. Oh, ich explodiere. Nein. In den Bahnhof zu schnell reingefahren oder so. Ich bin in der Wand drin. Wie? Ich stoppe einfach durch den Bahnhof durchfahren oder wie? Ja, die Stopper bringen nichts. Trainwerfer. Ja, wenn du mit 200 km/h gegenrauscht, ist klar, dass du nichts. Nein, ich hab schon gebremst. Ich bin mit 60 dagegen gefahren ungefähr. Das reicht trotzdem, um den Stopper zu stören. Auch im echten Rooker. Okay, das ist schon ziemlich. Was? Man kann Stopper im echten Leben mit Zügen überfahren, die sehr viel schwerer sind? Nein, das war nur eine Ausgeburt meiner Fantasie. Achso, schade, ich wollte es schon ausprobieren. Na, okay, Luca hat schon 500 Blöcke weit gebaut, das ist schon mal cool. Ja, schön machen kann man ja später. Ja, das stimmt. Erstmal um die Funktionalität. Ja, das stimmt, schön machen kann man eh noch immer. Und das Projekt soll ja auch noch ewig weitergehen, so mindestens 7,5 Jahre. Ja, mindestens, also ich hätte jetzt schon länger gedacht. Ja, Minecraft 3 rauskommt. Ja, 3.0. Ja, ich warte schon wieder auf das neue Update so hart, aber ne. Bis Fiete bis mal hinterherkommt. Ja, bis Fiete bis wieder hinterherkommt, ist sowieso nächstes Jahr wahrscheinlich. So rundherum. Nächstes Jahr dann auf 1.7. Irgend sowas. Ja gut, aber ja, nachdem da ja so viele Mods drin sind, bis die da alle abgedatet sind. Mod-Developer sagen eh, was die wollen, also. Ah, stimmt. Der Traincraft-Mod soll zumindest mal bald für ein 1.7 rauskommen, noch so Mitte September, glaube ich. So war schon da nicht. Nee, ist noch nicht. Wir spielen ja auf 1.6, Luca. Ja. Wenn er auf 1.7 wäre, hätte ich schon gesagt, fuck auf die anderen. Fuck auf die anderen Mods und. Nee, haben wir nicht. Oder? Weiß ich nicht. Oh, du das immer vergisst. Weiß jemand gerade zufällig, wie man die Electric Wrench auf den Lossless Mode umstellt? Warte kurz, ich such's dir raus. Es müsste eigentlich nur eine Taste geben. Du musst
den Industrial Craft 2 Mode Switch K drücken und dann rechtsklick mit deiner Wrench machen. Ja, den habe ich bei mir auf Einfügen gestellt. Musst du bei den Controls ändern. Der heißt IC2 Mode Switch K. Mode Switch Key, okay. Ein Creeper chillt da einfach mal auf der Strecke rum. Habe ich schon einen Punkt? Na, habe ich schon. Komm mal, habe ich auch schon. Na, ah, ist noch irgendeine Scheißtaste frei, bitte? Gute Start, ja, irgendwas einfach. Nimm doch einfügen oder irgendeine der Tasten, die ganz rechts sind. Ja, am besten Bild runter, dann geht nämlich die Aufnahme aus. Ja, mach mal. Nein. Einfach einfügen oder die Pfeiltasten. So, also den da. Ruft das gerade wer an, das ist natürlich auch äußerst günstig. Was? Ruft gerade wer an am Handy, das ist natürlich auch äußerst günstig. Mal ran. Hallo, nee. Lautsprecher. Nee, im Fahrrad. Lossless Wrench Mode Enabled Session. Helfe ich jetzt nicht ab, helfe ich jetzt sicher nicht ab. Nicht während der Aufnahme. Ah, so. Ach ja, dein Haus. Cesar, du wolltest mal zu mir kommen, hast du gesagt? Ich kann dich ja, du kannst dich mal kurz rüberporten, das ist ja cool. Okay, dann mache ich mal kurz den Cheater schlechthin. Ich habe auch 84 Kartoffeln dabei. Ja, habe ich schon. Kartoffeln. Ja, schöne Max Beine, die da rumstehen. Ich mag zwar Kartoffeln, aber ja. Ich habe genug selber, so. Oh. So, eine Frage. Alter, du suchst die, hast du schon gebaut? Ich habe mehr gebaut als quasi am Mod selber was gemacht habe. Hier oben ist noch nichts. Magic Wood Planks. Die habe ich gefunden, ja. Gefunden? Ja, was denn? In der Kiste vom Luca. Ja, sind da gewachsen. Ja, genau. Da hinten ist mein Verzauberungsraum, der sehr professorisch ausschaut. Weißt du, welche... besonders, weil du da eine Tür reingebaut hast, die eigentlich gar nicht hingehört. Ja, weißt du, welche ich verwende? Die habe ich nämlich dort hingebaut extra, dass man den nicht durchsieht und dass ich 30 Level zusammenbekomme, ohne dass ich das Fenster verdecke. Ja, die brauchte ich unbedingt. Es geht sich also mit die 30 aus. Yippie. Moment kurz, ich muss mal kurz wirklich weg. Ha, er ist weg, dann kann ich mich in seine Bude austoben. Das fühlt er da eh nicht. Diese Crystal Chests. Die würde ich nicht empfehlen. Ab der 5. leckt nämlich das Spiel dann dermaßen pervers. Zumindest bei sehr, sehr vielen. Mag die allgemein nicht. Crystal Chests machen außerdem den Server ein bisschen mehr laggier, weil er die ganze Zeit das Inventar kontrollieren muss, um herauszufinden, welche Seite am meisten in der Kiste vorhanden ist, um es am häufigsten anzuzeigen. Nein. Läuft jemand Klienten? Nicht jemand Server? Wobei das Wort laggy ja auch nicht schlecht ist. Ja. Sag mal, bist du laggy oder bist du schon laggy? Nein, ich wurde schon ganz abgelaggt. Also bist du schon ultra gelaggiert. Sorry, ich mag laggy. Eine Wrath Lamp? Hm? Alter, was hat denn der schon alles gesuchtet in dem Projekt? Ein Tier hat er von mir spendiert bekommen. Naja, dafür schön... hat er nicht so viele Industrialcraft 2 Sachen. Hat gar nichts davon, glaube ich. Hat erst 5 Folgen online, aber hier schon, hier, ne, hast du nicht gesehen. Stimmt, diesen komischen. Die haben einen schönen großen Radius, ich glaube. 30 Blöcke oder so. Wie heißt dieser Drache, den du hast? Drache? So, Hangglider. Einfach nur von Open World. Ah, okay, ja, jetzt heißt es. Der ist von Open World, oder? Mag sein, aber damit spart man sich einen Haufen ja. Ladung. So, wieder da. So, schaust du dich gerade noch um? Hey, du warst weg? Ja, ich schneide das natürlich für meine Zuschauer raus. Doch gesagt. Und ja. Aber da hast du unsere ganzen blöden Witze gar nicht mitbekommen. Tö. Achso, soll ich das nicht rausschneiden? Okay, dann schaue ich mir das mal in Daumen. Das kommt drauf an. Muss ich mir erst glauben. Hast du die Smoker nur aufs Dach gestellt, damit die smoken? Ja, das ist auch schon wie Kamine. Haben die auch irgendeinen normalen Sinn im Normalfall? Nein. Nee, die machen Rauch. Das ist super. Ziemlich alles. Rauchsignale machen. Hey, ich habe eine Maschine gebaut, die Luft verschmutzt. Toll, was macht die? Die Luft verschmutzen.
Und hast du schon einen Bahnhof gesehen, mein Prachtstück? Es ist doch ultra produktiv, wenn man eine Maschine hat, die die Luft verschmutzt. Ich meine, in Minecraft gibt es ja nahe noch keine Umweltverschmutzungsprobleme, die man irgendwie verursachen könnte. Also sollten wir hier die schlimmsten Fabriken, die meisten Seuchen verursachen, platzieren. Ja. Okay. Toaster. Warum ist es geleckt? Luca, woher hast du die? Scheiße, ich habe keine Energie mehr. Nein! Oh, du brauchst ich halt durch! Ist das schnellste Zuger, das ist der Team zu Testzwecken gerade. Ja. Besonders hat sein Kopf oben aus der Kabine rausgeschaut, das könnte bei 200 Gramm ziehen in den Ohren. Ja, das hast du auch recht. Naja, eine Strecke habe ich schon angefangen hier, die quasi schön aussieht. Hallo? Hast du gerade gesagt, du hast eine Strecke da angefangen, die quasi schön aussieht? Ja, im Gegensatz zu Lukas' Strecke. Ja, danke. Ja, ich muss es schön machen, das ist so meine innere Eieruhr, die tickt und das schöner haben will. Ja. Geh so hin, das macht dich schön. Dann. Kannst du mich wieder zurückporten zu mir, please? Also ich wollte noch die eine Strecke zeigen, die ich schon angefangen habe. Okay. Hier runter. Folge mir in die Höhle des Verderbens. Nein! Alles mit Glowstone, jeder zweite Block. Ja, es muss hell sein. Also wenn du so weiter baust, dann wirst du nie fertig, das kann ich jetzt schon sagen. Ich habe noch fast keine Maschine gebaut, also von dem her. Nur Glowstone gefarmt, 18 Folgen lang. Ich war ziemlich lange im Nether, ja, das stimmt schon, weil ich habe ja auch die Netherblöcke gebraucht und ja. Bäume hier, ja. Warte mal kurz, jetzt so ist der Chunk da. 2 und 4 Uhr gemacht, also meistens. Okay. Da drüben ist dann Chelsea in 300 Blöcken, aber ich bin hier noch nicht fertig. Buck. Ja. Da fährt man ganz toll rein. Ja, und mehr oder weniger, das ist, was ich schon gebaut habe. Ich glaube, ich bin nach Luca am zweitweitesten, was Item, was das Ganze anbelangt hier. Obwohl, du hast einen Ofen. Also so einen Tinkers Construct Ofen. Ich habe die Smeltery gebaut, ja. Ja genau, die Smeltery, genau. Das habe ich zum Beispiel nicht, also was maschinentechnisch das Zeug angeht, habe ich noch nicht viel gebaut. Ja, ich musste erstmal wieder meinen Baudrang rauslassen, weil ich habe jetzt schon ewig nicht mehr Minecraft gespielt. Und da musste jetzt einfach mal wieder raus und dann ist der Bahnhof dadurch entstanden. Weil beim Haus, da hatte ich nur eine begrenzte Fläche hier oben, weil ich wollte es unbedingt hier oben haben. Kann ich mir eine Melone klauen? Ja klar. In der Kiste müsste sogar was schon sein. Geerntet. Ja, ich will bloß ein paar Seeds haben. Ja, nimm nur. In der Kiste müsste in der Regel immer was sein. Der Rest ist zur Deko. Nicht essen, Mann, es ist Deko. Ja, dann schmeckst du das Plastik. Also wenn du willst, kann ich dich dann wieder zurückporten, musst du nur sagen. Jo, ich denke, ich habe jetzt hier soweit eigentlich schon recht viel gesehen, aber es sieht echt gut aus. Danke. Gefällt mir. Dann warte ich mich mal zu Caesar und den Caesar dann auch zu mir. Oder du teleportierst ihn einfach direkt. Ja, oder ich bin einfach... Ja, bei mir ist es halt noch eine ziemliche Bauruine. Was meine Zuschauer nicht gesehen haben, ist, dass ich hier die Rubberwood, nicht Planks, sondern Stämme gesetzt habe. Bin mir noch nicht hundertprozentig schlüssig, ob ich das so lassen werde. Aber es finde ich eigentlich gar nicht so schlecht mit dem dunklen Kontrast zu dem ansonsten hellen Fußboden und Rand hier. Bei mir sieht das fast gleich aus. Bei mir ganz unterschiedlich, hat nie nichts miteinander zu tun. Und jetzt schaue ich auch mal das erste Mal hier bei dir. Das sieht auch interessant aus, besonders weil das hier so ein Todespool ist und man dann sicher nicht mehr rauskommt. Doch, du kannst ja rausfliegen. Aber wenn du reinfällst, habe ich Blut. Ich habe keinen Jetpack. Jetzt rennt er weg, na toll. Hier ist der Koksofen, okay. Ich muss nur spionieren, weißt du? Für die Zuschauer da draußen. Ja, dann habe ich hier hinten halt noch einen Schwung Solarpanels gebaut und die Standardmaschinen. Der Koksofen stammt von mir. Weißt du, was jetzt auch immer lustig ist? Ich sage jetzt in jeder Folge, wenn ihr bis hierher geschaut habt, dann schreibt mal das Wort Apfelmus in die Kommentare. Ich sehe jetzt mal was anderes ausdenken. Ja, dann schreibt diesmal Pflaumensaft in die Kommentare. Pflaumensaft? Pflaumensaft, ja. Ich glaube, Pflaumensaft und Apfelmus, da kriegst du richtig gut Flitzekacke. Das ist alles zu spät damit, glaube ich. Ja, deswegen sage ich es ja, wenn wir schon vorher von Infrarot-Code gesprochen haben. Oh Mann.
Ja, nein, ich glaube, ihr wollt es nicht wissen, was wir da gelagert haben. Ah, das will jeder wissen, glaube ich. Ja, was meine Zuschauer auch noch nicht gesehen haben, ist, dass ich die Quarry hier noch zweimal habe zusätzlich auf kleinsten Raum laufen lassen. Quarry? Übrigens, man kann, kann man den Raum von der Quarry eigentlich auch mit diesen blauen Lichtern verkleinern? Quarry? Nee, ich glaube, dieses hier ist Minimum, oder? Warte, wo bist denn du? Nee, ich glaube, dreimal also, drei Ausgrabungsfläche ist das Minimum. Oh, oh. Also wenn man sie nur setzt, dann ist es, glaube ich, das Minimum. Ja, wenn man das beim Setzen... Hast du mal Wasser? Komm, wir gehen hier unten bemitleiden. Hallo. Vital Death. Yippie! Mobbingkreis! Doch nicht? Ich verprügel euch mit meiner Kartoffel. Oh nee! Weltuntergang. Na Luca, mach das weg. Kann sich noch vor 2 Jahren erinnern, wie wir die erste Together-Folgen aufgenommen haben und wir uns irgendwie gegenseitig geschlagen haben, eine Folge lang? Das weiß ich nicht mehr. Ich glaube, das hast du mit Andi gemacht, ich bin ja später irgendwann rein. Ich habe deinen Alarm aus Versehen kaputt gemacht. Ich habe mich mit Andi mal in einer Viertelstunde gegenseitig geschlagen und keiner ist gestorben. Post. Nein, meine schöne Brille wird gleich in Luca. Nein. Nein. Oh. Mein hässliches Face wieder haben. Ja, das will ja keiner sehen. Cäsar, hast du Wasser zufällig? Wasser? Du teleportierst dich hier hin und her, aber kannst dich da nicht hochteleportieren. Dann, teleportier dich halt zu mir, dann bist du wieder im Haus. Ah, stimmt. Muss ich halt wieder kurz Cheater sein. Ich glaube, das ist bisschen einfacher als, da hoch zu paddeln. Ah, stimmt. Hast du meinen Alarm geklaut? Oh. Okay, ich muss sowieso bald wieder eine neue Quarry auch aufsetzen. Fällt mir gerade auf. Na, ich hab die halt mal ganz klein gelassen, nur damit ich ein bisschen an Diamanten und so weiter rankomme. Und du hast ja Solar Power hier auch schon, sehe ich. Ja, und Nicole läuft auch mit Solar. Ein Solarpanel ist von mir. Dynamo. Ja, ist es noch von dir? Eins war von mir. Generator. Metalformer, was macht denn der denn Schönes? Die Kabel und so weiter bauen. Ohne dass du so viel an Materialien verschwendest. Für Hammer. Genau. Nice. Und Schere. Ah, muss ich auch vielleicht mal machen, wenn ich später mal ein paar Maschinen machen kann. Ich habe erst 3, 4. Aber dafür braucht der Metalformer relativ viel Energie. Du hast schon eine Drain Workbench auch. Gleich. Ich habe nämlich die anderen Sachen auch schon, also Assembly Table 1, 2 und 3. Für die Züge zum Bauen. Die habe ich mir auch noch von Dani geklaut. Und ja, ich nutze eh immer deine. Ja, glaube ich. Ich bin nicht zu voll, wenn die das jetzt machen. Ja, weil die sind auch gar nicht mal so billig jetzt, würde ich sagen. Und warte mal, wo ist die? Schau dir mal dieses schöne Stück hier an. Oh, Alter. Lumbex! Und zwar aus Manolium. Kann ich da einen Cäsar abbauen damit? Nein! Also er ist nicht mal aus Holz, okay. Kein Hartholz vorhanden, danke für die Axt. Nix! Aber da will ich jetzt noch Mossstone haben, um das Ding selbst reparieren zu lassen. Weil wenn du nämlich, ich glaube, 8 oder 9 Mossstones nimmst, kannst du daraus einen Mossball machen, wenn du den dann auf die Waffe oder eben auf das Werkzeug anwendest, dann heilt sich selbst, wenn es in der Sonne ist. Ha. Und das ist natürlich extrem cool. Gut dafür. Das klingt ganz schön cool, ja. Mit Mossstone habe ich auch noch nichts gefunden. Ja, es hieß, man könnte es vielleicht machen, wenn man Wassereimer und drumherum Cobblestone nimmt, aber das geht nicht. Ich gerade probiert, geht nicht. Zumindest nicht in diesem Modpack. Vielleicht in anderen, aber nicht hier. In anderen geht's schon. Ja, und wieder mitten im Satz abgeschlossen. Ich werde belagert. Also ist ja jetzt nicht so. Du weißt schon, dass ihr Not Enough Items eine Rezeptfunktion hat, ne? Nee, also, ich hab doch da mal durchgeguckt und da habe ich eigentlich keins gesehen gehabt. Ja, doch. Wood Transposer. Weißt du, ne? Oh, da steht Moss. Craft. Moss und Cobblestone. Kann man das craften? Also Moss muss man finden. Oder Fluid Transposer, ja. Ja, eben. Kann man auch machen, ne? Oder Moist, ne? Fluid Transposer ist jetzt nicht so kompliziert. Och, stimmt eigentlich. Auf den habe ich gar nicht geachtet. Fluid Transposer, gut, dann habe ich gleich was für die nächste Folge, weil ich cutte jetzt mal ein bisschen so, ne?
Ja, mach das mal. Nach 20 Minuten. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen, wünsche euch einen wunderschönen Tag und eine wunderschöne Woche und würde mich freuen, wenn wir uns wieder mit den ganzen Verrückten hier sehen, die mich hier belagern. Hausparty bei Cäsar, ja. Und hier liegen überall Tomaten rum. Super. Also bis dann, ciao.